Ja, das Projekt Budfox trifft ein Thema der Zeit, nämlich wie führe ich ein Produkt wieder in den Ursprung zurück. Kreislaufwirtschaft ist das Thema, aber sehr technikorientiert und das anhand des Battery Packs, einem Produkt, das in aller Munde ist. Wir freuen uns, dass das so gut klappt. Ich leite das Institut für Fertigungstechnik an der TU Graz und wir sind einer der Partner in diesem Projekt und wir beschäftigen uns mit den ganzen Fertigungsverfahren, den Möglichkeiten des Zerlegens, den Möglichkeiten des Trennens der Einzelkomponenten. Ja, das macht sehr viel Freude und wir lernen viel dazu. Wir haben aktuell einen Trend zur Elektromobilität. Das freut uns insbesondere, weil nachhaltige Energie für die Anwendungen, insbesondere für den Straßenverkehr, verwendet werden kann. Aber irgendwann wird auch das beste Elektroauto am Ende seiner Lebensdauer sein. Und da wollen wir die Ressourcen, die wir dafür einsetzen, wieder in den Kreislauf zurückführen. Und Budfox dient dazu, das optimal zu gestalten. Und damit haben wir eine große gesellschaftliche Rolle und ein Pionierprojekt, das wir aktuell bearbeiten. Der heutige Tag ist für uns alle ein besonderer, denn es ist möglich, zwei verschiedene Battery Packs zu betrachten, sie zu demontieren, genau zu analysieren, zu vergleichen. Und da können wir alle sehr viel davon profitieren. Das, was wir heute manuell machen und dokumentieren, wird in Zukunft hochautomatisiert und mit geringen Kosten passieren müssen, damit Battery Packs auch wirtschaftlich in den Kreislauf zurückgeführt werden können.